Kapitel 6. Das Drama des Dionysus. Dionysus. Okay. Auf zum nächsten Kapitel, würde ich sagen. Weiter geht's. Irgendeine Idee, wo das Notizbuch versteckt sein könnte? Das ist ein ziemlich großes Theater, weißt du? Ich fürchte nicht. Aber wie groß kann das schon sein? Das weiß ich leider nicht. Oh. Das ist nur die Lobby. Oh. Warte, bis du das Auditorium siehst. Ich lass dich mal suchen und kümmere mich so lange um ein paar Probleme mit den meteorologischen Geräten. Ich melde mich später, in Ordnung? Klar, das könnte etwas dauern. Ein sehr, sehr großes Theater. Dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Da geht's zur Rail Station. Hier ist Rohrpost. Hier gibt es immer frische Rohrpost. Und wahrscheinlich Tickets oder so, würde ich jetzt behaupten. Oder da vorne. Da scheint mir aber auch eine Bar zu sein. Lose Zeitungsseiten. Berühmter Erfinder Nikola Tesla schlägt erneut zu. Ferngesteuerte Boote automatisieren Versand über Nordatlantik. Wardcliffe startet die Flotte von 600 Schiffen. Okay. 600 Schiffe. Die Post fahren. Macbeth. Bei William Shakespeare. Wir sind jetzt im Theater. Oder Main Garden. Hä? Achso. Im Theater sind wir, aber irgendwas blinkt da. Warum auch immer. Oh, es funktioniert nicht mehr richtig. Hier geht's auch zur Rail-Station. Hier ist eine Bar, aber hier gibt's... Okay, da gibt's genug Alkohol. Hier kann man sich entspannen und ausruhen. Es tut mir schrecklich leid, aber die Tower-Upgrades haben länger nach meiner Aufmerksamkeit verlangt, als ich erwartet hätte. Ich hoffe, ich habe sie nicht zu lange warten lassen. Kein Stück, Sir. Ich lerne immer noch, wie man sich am besten hier auf der Helios bewegt. So viele Etagen, so viel zu sehen. Ziemlich. Aber ich habe das Beste bis zum Schluss aufbewahrt, meine Liebe. Das Grand Theater der Helios. Sollen wir? Unbedingt. Okay, das war unsere Schwester, die mit Tesla geredet hat. Okay, hier sollen wir nicht durch. Ich schaue mich trotzdem gerne mal hier, zumindest in den Ecken um, wo man nicht weiterkommt. Weil ab und zu versteckt sich eine Kleinigkeit hier. Zum Beispiel Frankensteins Monster. So, Moby Dick. Le Miserable, oder wie man das ausspricht, weil ich kann kein Französisch. Oh oh. Das hört sich nicht so gut an. Boah, ist das ein Riesentheater. Ich glaube, hier ist mal ein Riesenrohr. Dies, Frau Archer, ist das Grand Theater der Helios. Wow! Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Wir hatten dieses Jahr einen exquisiten Spielplan. Und wenn Sie genau hinschauen, dort oben, das ist Ihr privater Balkon, von wo aus Sie alle Stücke sehen können. Dieser Balkon gehörte mir, aber akzeptieren Sie ihn als Ihr Willkommensgeschenk und als Beweis meiner Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Leistungen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Sir. Oh, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und bitte, nennen Sie mich Nikola. Vielen Dank. Aber was werden die Leute sagen? Werden sie nicht reden? Ich auf Ihrem Balkon? Es ist nicht meiner, nicht mehr. Und die Leute werden immer reden, das kümmert mich reichlich wenig. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Aussicht.
Natürlich. Okay. Ein privater Balkon? Würdest du deine Aufzeichnungen dort verstecken, Ada? Wahrscheinlich. Also gehe ich von aus. Da stand wohl jemand. Für meinen größten Fan, Thomas. Mach es gut. Javier. Ey. Da war wohl jemand verliebt. Die Stühle sind alle so aufgereiht, damit man da bloß nicht durchkommt. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Balkon. Balkon. Oh Gott. So. Gerade ist alles so schön ruhig. Und leer. Totenstille. Irgendwas wird auf jeden Fall noch passieren. Wenn man davon spricht, irgendwas passiert mit dem Schiff. Signierter L. Petronova Flyer. Eine solche Ehre, an Bord der Helios aufzutreten. Vielen Dank. Ludovica oder Ludovica oder... Niemand? Sie wollte ich schon immer mal live sehen. Wer nicht, ne? Wer nicht. C. Vogler. The Merchant of Venice. Venice, nicht Venice. Da wollen wir nicht reinfallen. Da wollen wir auch nicht durch. Bei T. Shell. Okay. Okay. Von da ab war es nur noch eine Frage, es zu bauen. Aber genug über mich. Was ist mit Ihnen, Ada? Ihrer Familie? Sie haben eine Schwester, nicht wahr? Ja, Rose. Rose Archer. Und wenn Sie mich für stur halten, warten Sie, bis Sie meine Schwester kennenlernen. Was macht sie beruflich? Sie ist Journalistin. Ist das so? Ist sie gut? Die Beste. Wenigstens hat sie immer positiv von uns gesprochen. Oh Mann, ey. Hier wird mit Sicherheit auf sein. Habe ich doch gesagt. Guck mal, hier sind richtig Räume vor. Und dann brauchen die nur nach vorne zu gehen und... Ach, wir können das Theaterstück beobachten. Krass, krass. Herausgerissene Seite aus einem Tagebuch. Zweiter Dienstag im September. Liebes Tagebuch. Heute hat Michael unsere Bierflaschen verstaut und aus meiner getrunken. Ach, Leute, ich kann nicht lesen. Heute hat Michael unsere Bierflaschen vertauscht und aus meiner getrunken. Ich habe ihn darauf hingewiesen und wir haben darüber gelacht. Wenn er das noch einmal macht, trete ich ihm auf den Hals. Bis seine Luftröhre so verstopft ist, wie die verfickten Toiletten auf der Helios. Er ist trotzdem ein netter Kerl und er riecht gut nach Lavendel und Fisch. Okay, riecht nach Fisch, der Junge. So. Das war klar, dass wir darüber gehen müssen. Einfach nur langsam und vorsichtig. Wir haben es fast geschafft. Ganz ruhig. Irgendwas passiert hier. Ganz ruhig.
Okay, wir sind jetzt auf der anderen Seite hier angelangt. Signierter Steinitz-Flyer. Frau Archer hatte Glück. Steinitz. Womit hatte sie Glück? Ah, wir sind da. Ich hoffe, Sie haben während Ihres Aufenthalts auf der Helios viel Vergnügen daran. Das ist wundervoll. Ich kann Ihnen wirklich nicht genug danken. Unsinn, meine Liebe. Forschen Sie einfach weiter an Ihren Theorien. Das ist mehr als genug Dank. Okay. Mal gucken, ob sie das hier versteckt hat. Ich glaube, Sie sind etwas Bahnbrechendem auf der Spur, Ada. Es fehlt nur noch der letzte Funke. Ich hoffe, die Helios kann Ihnen alle Ressourcen bieten, die wir dafür brauchen. Denn wenn wir es schaffen, werden wir die Welt für immer verändern. Auf die Veränderung der Welt. Auf die Veränderung der Welt. Okay, suchen Sie nach Adas Rang. Suchen Sie in Adas Rang nach Ihren Forschungsergebnissen. Okay. Wo könnten die hier sein? Wenn die jetzt so einfach zu finden waren, dann weiß ich auch nicht. Hier nicht. Ja, okay, man hat mehrere Versuche. Hier nicht. Damn. Bestimmt hier vorne irgendwo. Ach, komm schon. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnenmitte. Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Bühnenmitte. Heilige Scheiße. Ada, ich kann dich hören. Wird verwendet, um den Theatergäste aufzug im privaten Bereich. Okay. Hat sie gerade mit uns gesprochen? Bühnenmitte. Das kriegen wir hin. Go. Go, go, go. Oh, ich finde schön, dass das Spiel ein bisschen ruhiger jetzt geworden ist. Kann man mal ein bisschen durchatmen. Wardenclyffe. Und go. Ich verstehe diese Vision von Ada immer noch nicht. Oder wie das Radio unser früheres Gespräch wiedergeben konnte. Aber es ist, als wäre sie immer noch hier. Ach so, und würde mich anleiten. Ich verstehe. So. Einmal mit dem Aufzug nach unten. So. Hier hängen auch überall dieselben Plakate, ne? Moby Dick. In Ordnung. Bühnenmitte. Wie komme ich darauf? Hingehen. Suchen Sie auf der Bühne nach Adas Forschungsergebnissen. Schon wieder dieses Grummeln. Wie möchte ich erst da hinten hin? Einfach nur um zu gucken. Aber ich glaube, hier ist nichts. Oh, hier sind wieder ein paar Leichen. Vision aus der Vergangenheit. Signierter F. Fabrierflyer. Für die reizende Lucia bord der Helios. In Dankbarkeit F. Fabrier.
Keine Ahnung. Der große Fabrier. Schicker Schnurrbart. Fabrier. Okay, so sagt man das. Okay, dann einmal auf die Bühne. Okay. Suchen wir nach den Forschungsdaten. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich ein supergeheimes Forschungsnotizbuch wäre? Naja, das Offensichtliche ist ja hier. Aber, ich glaube auch da. Ich meine, offensichtlicher geht's nicht. Eine Luke am Boden, die beleuchtet ist von einem Spotlight. Eine riesige Luke, aber sie hat das wahrscheinlich da unten irgendwo versteckt. So, dann einmal öffnen. Hallo. Ach du Scheiße. The Rose? Oh, Ludwig. Okay, rennen. Erinnerst du dich an mich, Rose? Erinnerst du dich daran, was du getan hast? One way. Ich hab dich auf dem Maskenball gesehen, Rose. Schön. Es ist alles deine Schuld. Jump. Ich bin gesprungen. Okay, nochmal, jetzt aber richtig. Jetzt hammer. Und warum stockert das immer, wenn Leute... Ich laufe diesmal hier lang. Immer bei diesen Sequenzen fängt es an zu ruckeln. Lauf. Jetzt aber, yes. Da lang. Wo ist der hin? Einfach rennen. Let's go. Du gehörst mir, Rose! Es ist alles deine Schuld! Wieso ist es meine Schuld? Leute. Like her. Scheiße, wo ist er hin? Einfach laufen. Nix. Da lang einmal. Hör auf mich zu rufen. She is her now. Nee, was? Rose! Oh, wo muss ich lang? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Da kann ich nicht lang. Kann ich hier... Ah, hier muss ich. Ey. Einmal hier durch. Danke. Ich weiß nicht, von wo ich... Ich sehe nichts. Na toll, von hier bin ich gekommen. Da muss ich nämlich lang. Glaube ich zumindest. Und dann einmal hier durch. Ganz einfach. Und dann einmal hier rüber.
The End. Oh ja. Rose! Schrei mich nicht an. Einmal hier lang, einmal hier rüber. Renne ich gerade im Kreis? Ich renne gerade im Kreis. Wow. Woher soll man das wissen? Woher soll man das nur wissen? Aber sowas finde ich immer so ein bisschen unbeholfen. The End. Ja, hier lang einmal. Ja, woher und du auch immer meinen Namen kennst. Einmal hier rüber. Da kann ich nicht lang. Hier kann ich auch. Ich muss im Kreis rennen, anders. Außer ich renne hier lang. Schließ einen Frieden. Unser kollektives Leid endet heute. Da kann ich nicht lang. Ich bin echt kein großer Fan von solchen Sequenzen. Weil die sind meistens voll unbeholfen. So, nochmal. Schließ einen Frieden. Nein. Unser kollektives Leid. Da kann ich nicht lang. Oh, Ludwig, bist du das? Tut mir leid. Oh, wir sollten weitergehen. Rose? Rose? Bist du das? Ja. Du klingst furchtbar. No way. Aubrey? Wo zur Hölle warst du? Ich hätte dich vor 5 Minuten brauchen können. Das Notizbuch gefunden, oder? Ich wette, du hast es. Richtig? Ja. Richtig? Ja. Ja, Aubrey. Ich habe das Notizbuch. Und dann bin ich Ludwig begegnet. Oh nein. Geht es dir gut? Alles okay, Aubrey. Und zum Glück hat Ludwig Feuer gefangen. Also ein Problem weniger. Wow. Eine gute Nachricht nach der anderen. Was kommt als nächstes? Die schlechte Nachricht ist, ich habe mich verlaufen. Ich glaube, es gibt hier einen Aufzug, aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Es ist zu dunkel. Aha, kein Problem. Achte auf die Lampen um dich herum und sag mir Bescheid, sobald sie blinken. Ja? Klar. Ja. Okay. So, weiter. Der arme Ludwig, den hat's erwischt jetzt. Naja. Warum war der denn so crazy? Nope, da können wir nicht durch. Aber hier. Ich vermute, wir müssen am Ende da lang, aber... Ne? Der Strom... macht uns einen Strich durch die Rechnung. Oh Mann, ey. Aber woher kennt er unseren Namen und alles? So, jetzt können wir hier durch. Seh nichts. Noch nichts? Nein, nichts. Warte! Jetzt, Aubrey! Jetzt! Oh, das ist Deck 66. Nächster Punkt. Dich zum Aufzug lotsen. Fantastisch, Aubrey. Danke nochmal für alles.
Ich werde mein Versprechen einlösen. Du hast keine Ahnung, wie gut das klingt. Warte, kein Ding. Ich kümmere mich um die Türen. Nehmen Sie den Aufzug hinunter zu den Maschinenhallen. Okay. Müssen wir jetzt hier rein? Ja, wir müssen hier rein. Oh Gott, verdammt. Was ist los? Ich habe mich genau im falschen Moment umgedreht. Widerlich. Da ist der Körper eines Mannes gekreuzigt an der Wand. Gibt es noch einen anderen Aufzug, den du raufschicken kannst? Ich würde lieber nicht... Es ist der einzige, Rose. Ich hasse diesen Ort so sehr. Ja. Ein Blatt rein. Ein Dorn raus. Gar nicht erst hingucken. Danke, dass du das tust, Rose. Ja. So, dann einmal nach unten in den Maschinenraum.